er zumindest am Trainer festhalten will, vorerst als der gefeuerte Clubchef Heribert Bruchhagen im ersten Stock des Volksparkstadions gerade begann, sein Büro auszuräumen. Einen Impuls setzen zu müssen, sagte Hoffmann, der am Mittwochabend einstimmig zum neuen Aufsichtsratsboss der HSV Fußball AG bestimmt wurde und danach sofort knallhart durchgriff. Der 55-Jährige setzte Bruchhagen vor die Tür. 15:30 Uhr im ntv.de Live-Ticker herrscht damit Chaos in der Führung an der Elbe. Die aussichtslose sportliche Lage führt offenbar zu Panikreaktionen in der Hoffnung, der erst vor 18 Tagen zum Präsidenten des Muttervereins gewählt worden war, den HSV gut aufgestellt. Will sich Hoffmann auch bei der Suche nach einem neuen Clubchef Zeit lassen? Wir werden nicht den Fehler der letzten Jahre machen, sofort eine neue Lösung auf einer Position zu präsentieren, sagte Hoffmann. Ich möchte die beste Lösung für den HSV. Er betonte, dass Investor Klaus-Michael Kühne keinen Einfluss auf die Entscheidung genommen habe. Bruchhagen, dessen Vertrag erst im Dezember bis 2019 verlängert wurde, zu entlassen. Wettstein sucht parallel nach einem neuen Sportchef, dessen Aufgaben zunächst gemeinsam vom dem für Nachwuchs und Strukturen zuständigen Direktor Sport, Bernhard Peters, dass ich in der Zeitung stehe, tot war seit Januar 2017 im Amt. Wir sind voll handlungsfähig, beteuerte Wettstein. Wir laufen keine Gefahr, dass der HSV auseinanderfliegt. Doch genau dies befürchten die Anhänger. Der HSV weist seine schwächste Bilanz der Clubgeschichte auf. Ist unklar. Stand heute halte ich einen Trainerwechsel für nicht möglich, sagte Wettstein. Nur schon nach dem Spiel in München kann dies ganz anders aussehen. Quelle ntv.de